Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen, also deswegen wird hier irgendwo auf Werbung stehen, ob ich meiner Community gerne was zeigen wollen würde. Ich durfte dann ein paar Produkte auswählen. Jetzt nichts Großes, aber mich freut's, werde ich euch auch gleich sagen, warum und weshalb. Platz mir hier, ganze Müll. So. Einmal werde euch die Produkte natürlich auch in die Videobeschreibung verlinken. Ja. Mit hier so einem flexiblen, ich denke mal, das ist zum Abstreichen oder so, keine Ahnung. Zwei Folien, die man auch zurechtschneiden kann, für den Herd, ja, für die, also man kann es halt unten in den Herd reinmachen, wenn man möchte, habe ich jetzt eine, die sieht jetzt aber mittlerweile schon nicht mehr so schön aus, da kommt die schwarze drin, weil ich habe da jetzt eine helle, und man kann sie auch für ein Blech zurechtschneiden und die ist hitzebeständig, ja, das kann man ja zum Beispiel auf ein normales, auf den Rost machen, so, im Herd, also diese Gitterrost drauf und dann halt eine Pizza rauf oder was weiß ich, und dann kann es halt nicht durchkleckern, weil der Rost ja nicht da ist. Also der ist ja da drunter, also ist ja auf der Folie, und die kann man dann, wenn es kalt geworden ist, einfach runter machen und dann halt, ja doch, das ist dafür da, so, und dann ist es halt runter, und natürlich über den Mülleimer oder halt über bei der Arbeitsplatte und dann den Mülleimer machen. Zwei Stück sind da drin. Die haben auch noch andere Sachen, die recht geil sind. So geriffelte und auch helle und auch für Kuchen, wo dann halt so was aufgezeichnet ist. Ich werde euch den Shop direkt mal, also die Produkte werde ich euch verlinken, beide. Und ich werde euch den direkten Shop vom Hersteller auch mal verlinken, dass ihr da mal reingucken könnt. Ich krieg das nicht. Krieg's nicht zusammengerollt. Wird bei mir eierig. Also mit dem Zusammenrollen habe ich schon immer Probleme gehabt. So, jetzt muss ich gerade bleiben. Ja, wird schon wieder schräg. Das ist genau wie mit Flaschen zudrehen. Das ist auch so mein Kryptonit. Ich werde eine werde ich halt unten machen und die andere werde ich auf dem Rost machen. Aber das muss ich dann erstmal anpassen. Das mache ich dann zum Wochenende hin. Weil ich warte dann noch, was Frauchen sagt. Vielleicht will Frauchen das ja woanders hin haben. Für Blech zum Beispiel. Man kann es halt auch zurechtschneiden für Blech. Man muss es ja nicht unten in den Herd drin machen. Wenn man das halt für ein Blech, oder man hat ja zwei, dann kann man eins für Blech nehmen. Ein für unten zum Beispiel. Das wäre kein Problem. Und ich hoffe, das ist das, was ich denke, dass es das ist. Weil ich habe drei Produkte ausgewählt. Und das sieht ziemlich groß aus. Das sollte das sein. Ja. Ja. Ich hatte noch eine Abtrockenmatte bestellt. Oder angefragt, also ausgewählt. Die ist leider jetzt nicht mit bei. Schade. Die ist auch so geriffelt und die hat so einen Rand und die gibt es halt auch in größeren Größen, weil ich habe ja nicht so viel Platz auf der Herdseite, weil da, wo das Waschbecken ist, ist auch mein Herd. Ich habe halt nur so ein Stück zum Hinstellen. Ich habe aber auf der anderen Seite noch eine Arbeitsplatte, also brauche ich nur umdrehen.
Und wenn ich Geschirrspüler ausräume, räume ich das immer darüber. Und da habe ich jetzt Handtücher auf der Arbeitsplatte liegen, weil da bleibt ja immer noch ein bisschen Wasser, dass man den Rest abtrocknen kann. Dann kann ich schon wieder neu einräumen. Und das ist halt eine Arbeitsmatte. Ja? Die machst du halt so auf der Arbeitsplatte. Dann kannst du halt da drauf kochen, schneiden, was weiß ich. Und dann kannst du das einfach wegwischen und du hast halt nichts auf der Arbeitsplatte. Oder ist, kann man, die kann, na, die könnte ich doch irgendwie auch zum Abtrocknen nehmen, aber die hat keinen Rand. Aber schön groß. Ja, ich hoffe, ihr könnt das vernünftig erkennen. Ja, die klebt auch so ein bisschen. Ich mache die jetzt nochmal zusammen, dass ihr das sehen könnt. So. Ja. Das ist toll. Die werde ich dann auch gleich auf der Arbeitsplatte machen. Dann kommt das große Brett weg. Dann kommt das dahin. Riecht auch nicht. Ein bisschen nach Gummi, ja. Latex-Gummi mäßig, aber sonst kein störender Geruch oder irgendwas dergleichen. Und die haben noch viel, viel mehr. Vor allem, man kann die Größe auswählen. Also ich habe jetzt diese große Gummimatte. Gibt es halt auch. Man kann auch Zwischengrößen ein Stück kleiner nehmen. Bei diesem abtrocknenden Teil kann man auch, also zum Hinstellen, wo man Geschirr hinlegen kann, zum Abtropfen, das kann man auch verschiedene Größen, Breiten und Farben wählen. Auch da gibt es verschiedene Farben. Und ich habe mich für Grau entschieden, weil Schwarz war mir zu dunkel und ich glaube, Weiß hatten sie noch. Aber ich habe ja auch eine mittlere, also holzfarbene Arbeitsplatte und da habe ich gedacht, Grau passt da so am besten rein. Weil auf der anderen Seite der Kühlschrank ist ja auch grau. Ja, dass sich das wiederholt. Schwarz habe ich gedacht, das ist ein bisschen zu dunkel und Weiß halt ein bisschen zu hell. Ja, man will ja sich nicht die Augen verblitzen, wenn man in die Küche kommt. Ja, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich werd euch mal die beiden Sachen, werde ich euch verlinken, den Shop werde ich euch verlinken und das zum Abtropfen. Wenn ich dran denke, werde ich euch auch mal eine Beschreibung verlinken, dass ihr euch das mal angucken könnt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das werde ich mir vielleicht auch demnächst noch mal selber kaufen. Weil das ist für die andere Arbeitsplattenseite ganz sinnvoll. Dann brauche ich da keine Handtücher hinten liegen haben. Ich habe noch so ein Handtuch, weil so breit ist die Fläche. Und wenn Topf und noch ein Topf und Teller, dann reicht halt. Ich habe so ein normales Stoffding, was zum Abtropfen eigentlich ist, was man neben Waschbecken hinstellen kann. Und dann kann man da was drauflegen. Aber das ist halt nur so mal so. Das reicht für einen Topf, aber nicht für mehr. Deswegen habe ich das und dann halt noch ein Handtuch liegen. Und eine einheitliche Ding wäre halt schöner. Ja? Und dann kann man das auch so nehmen. Und wenn nur Wasser drin sein sollte und auskippen, wird nicht sein. Das ist ja nicht viel Wasser, aber halt, man will es halt nicht direkt auf der Arbeitsplatte haben. Ja? So, nichtsdestotrotz, wartet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.